Ach, Marcia. Ich hätte dich ja fast unterschlagen. Wie konnte ich nur... Nee, da fliegst du mal nicht hin. Flieg mal einfach nur hier hin. Das passt schon. Hier stellen wir mal Rolf mit dem Langbogen hin. Achso, heilungstechnisch habe ich jetzt gar nicht durchgeguckt. Aber so wirklich viel abgekriegt hat hier keiner. Ja, Nefene heile ich nicht. Wenn ich das mal nicht bereue. Oh! Void! Alarm! Zack! Wir wollen ja nichts riskieren, ne? Eine Fernwaffe? Ne, eine Meisterlanz. Ah, doch, ein Kurzschwert da auch am Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. So minutiös geplant habe ich den Zug jetzt nicht. Ich habe das einfach jetzt mal so gemacht. Normalerweise denke ich ja mehr nach. Aha, am Leben gelassen. Warum? Nefene, was ist da los? Ihr wisst, was ihr da alle gerade versucht anzurichten. Indem ihr Nefene Schaden zufügt. Oder er es versucht. Tschüss, Mann. Reizen. Ich kann es nur empfehlen, es der Einheit zu geben, bei der man will, dass sie auf jeden Fall angegriffen wird. Macht eigentlich nur bei stark gepanzerten Einheiten Sinn. Hey, 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 hey. Immer langsam, Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Ach. Da haut der sich ein Elixier in den Kopf. Glaube ich ja nicht. Reizen ist echt gut. 20? Fehlt nicht mehr viel. Bis zur Ingrim-Grenze. Aha. So ein Purgativmann. Oh, in der nächsten Runde haben wir aber gut zu tun. Alles umklatschen. Das ist aber schön, dass sich hier alles auf uns zu bewegt. Außer, also bis jetzt alles, außer Bertram. Ja, und die verfehlen alle, das ist noch viel besser. Oh. Drei neue Reiter. Was machen wir denn da? Ah, von ihm gibt es noch eine Lagus-Lanze. Schwert, Lanze und Bogen. Du musst erstmal weg. Denn du hast einen Schlafstab. Das ist unfein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Kommt ihr da hin? Kommt ihr alle hin, ne? Ja. Ja, ich überlege gerade, wie ich den aus dem Weg räume, weil ich habe keinen Bock, dass der jetzt hier anfängt, mit dem Schlafstab rumzuhantieren. Ganz wild. Das muss ja nicht sein. Das macht man ja auch nicht sowas. Doch zunächst. Liebe Mia. Zack. Bogenschütze weg.
Boah, das Kapitel dauert schon wieder verdammt lange, alles in allem, muss man ja mal sagen. So, Gatry. Oh, komm, die Erfahrung gönnst du dir mal. Und haust den Vivon um. Yes. So, mit Boyd. 30. Ja, machen werde ich das auf jeden Fall. Jetzt stellt sich nur die Frage, dann sind wir hier ein bisschen offen. Da ich mit Gatchy ja vorgerückt bin. Ha, blöd. Marcia hat eigentlich sehr gute Verteidigungswerte. Ich riskiere das jetzt erstmal und hau ihn mal um. Und flieg dann nur einen zurück. Dann bin ich zwar in der Reichweite der drei Reiter, aber aufgrund der Verteidigung und Geschwindigkeit sollte Marcia da eigentlich nicht wirklich in Gefahr sein. Aber das wird sich gleich zeigen. Es ist ein bisschen riskant, aber es müsste eigentlich alles gut gehen. Eigentlich. Elfendonner reicht auch. Und Boyd schafft den gepanzerten vielleicht sogar, weil er ihn doppelt. Illyana crittet aber erstmal. Und Elfendonner zerbrochen. Und Level up. Guter Level up. So, jetzt haben wir hier nämlich auch wieder zugebaut. 2x19, reicht ganz genau. Spitze. Jawohl, jetzt kriegt er noch eine Heilung, unser Boyd. Denn so wirklich viel aushalten tut er nicht. Hat ja nur eine Verteidigung von 16 oder 17. Ja, 16. Nein! Tu mir das nicht an, Boyd! Du Hornochse. Ach Mann, ey. Wie ich sowas ja liebe. Nuller Level-Ups. Aber wir hatten schon lange keinen mehr. Der letzte war, glaub, in... Ne, Wasser. In der Hauptstadt von da ein. Im Schloss. Im Thronsaal, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte Sorin damals gewesen sein. Korrigiert mich, wenn ich Unrecht habe. So, jetzt haben wir hier noch einen Reiter. Hier Rolf. Ist ja auch noch Level 8, ne? Ist ja auch nicht gut. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir stellen Nefene nun mal hier ab. So. Dann Fortuna und den Meisterbogen. Gucken wir mal. Einen Crit brauchen wir von den... Ach ne, greift hier nur einmal an, oder? Ne, zweimal. Bitte! Er doppelt tatsächlich nicht. Hab gedacht, ich hätte mich verguckt. Zum Thema Fortuna und so nochmal. Das Spiel berechnet immer zuerst, ob... der Angriff auch wirklich trifft.
Wenn er dann trifft, ist es allerdings hundertprozentig ein kritischer Treffer, aber 100% Crit Chance bedeutet nicht gleich automatisch auch ein Treffer. So müsste es richtig sein. Nicht, dass ich euch hier Stuss erzähle oder so, das wollen wir ja nicht. Dann wartest du auch mal hier. Und dann machen wir dich mit Nosferatu platt. Und unten um den Reiter kümmern wir uns jetzt mit Oscar und Jill in Kombination. Das müsste passen. So, irgendwer brauchte doch noch eine Heilung, ne? Boyd. Boyd. Noch irgendwer? Nö. Nö. Nee, nee, hier sind jetzt nicht mehr so viele Gegner. Da traue ich das. Machen wir das mal nicht bei Nefine. Zweimal 17. Aber wir können mir wieder die Axt nehmen. Oh. Ah, egal. Rest macht Oscar. Hierhin. Ja, Ritter tot, ne? Es läuft sehr gut. So. Der Rest von euch. Du treller einfach mal wieder für irgendwen irgendwas. Ja, ich überlege gerade, dieses Kapitel wäre eigentlich prädestiniert dafür, diesen... Ja, Solo-Run nicht, aber die Karte mit Mia und Nefine zusammen zu machen. Weil hier wirklich viele Gegner sind, da können die beiden zeigen, was sie drauf haben. Und sie haben definitiv was drauf. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nicht mit der Map einfach mal mache und euch am Ende als Special zeige oder nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aua, oh oh. Oh crap! It's Ingrim time! Yeah! Ach, jetzt geht der zu Marcia. Hör doch auf. Triffst eh nicht. Wow. Mächtige 4 Schaden. Was hat er denn? Meteor oder was? Tatsächlich. Ja, die werden jetzt alle Mars hier angehen. Na, kann sie was für ihren Schwertlevel tun? Oh. Nefine. Ja, das gibt 0 Schaden. Vermute ich mal ganz stark. Oder gar nicht erst einen Treffer. Und auch daneben. Sehr schön. Dann würde ich mich jetzt gerne mit Marcia um einen von den Magiern kümmern. Die hier mit wilden Fernattacken um sich schmeißen. Und er bewegt sich auch mal gar kein Stück mehr. Überhaupt kein Stück bewegst du dich. So, 30. Gatry. 23 ist doch doof. Wie soll ich den denn jetzt vorbereiten für dich? Ich glaube, gar nicht.
denn wir hauen dich um. Also, wir greifen dich an, wir hauen dich nicht um. Es sei denn, er crittet. Na, macht er aber nicht. Macht er doch. Gatry! Du alte Granate. Ja, ist in Ordnung. Kann ich gut mitleben. Hier oben. Pass mal auf, Boyd. Zweimal 17. Mach ihn kaputt. Und wenn Mia bis da oben hinkommt, das wäre natürlich absolut traumhaft. Dann können wir da oben nämlich ein bisschen mit Mia aufräumen. Die hat nämlich ein Langschwert dabei. Was uns gegen berittene Einheiten auf jeden Fall hilft. Ja, ja. So, Marcia, mit dir wollte ich mich um den Heinz hier kümmern. 2x19, passt. Dann haben wir nämlich schon mal eine Fernattacke weniger. So, jetzt Mia. Pass mal auf, Nefine. Jetzt habe ich voll die gute Idee. Wobei, ist das so nicht besser? Geht das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Nee. Wir probieren das jetzt mal mit Pein. Zack. Ah, hat nicht ganz gereicht. Na, ist ja auch nicht weiter schlimm. Dann stellen wir dich aber trotzdem mal hier hin. Rüsten dich mit dem Langschwert aus und lassen dich warten. Okay. Was hast du denn da oben für eine Waffe? Ein Stahlschwert, mehr nicht. Ah, wobei, Moment. Da greift er ja Oscar ganz sicher an, ne? Oh, hier ist er aber gerade ein bisschen zerfahren. Hier habe ich alles ein bisschen zerpflückt. Bin gerade ein bisschen irritiert. Hey, wir locken ihn jetzt erstmal mit irgendwem raus. Ganz einfache Kiste. Komm mit Oscar. Aber mit dem Ritter tot. Bam. Rest lassen wir stehen. Fragezeichen. Bis wohin kommt ihr denn? Ja. Moment. Moment, die Reichweite hätte ich gern wieder eingeblendet. Er kommt nicht hier hin. Soren war beim Stab Level D und du noch bei E, nicht wahr? Ja. Dann kannst du mal Nefine heilen. 12 ist doch ein bisschen riskant. Auch wenn wir jetzt kein Ingrim mehr aktiviert haben. Und da ist der Waffenlevel gestiegen. Prima. Dann gehst du mal nach hier. Wer braucht denn noch? Iliana ein. Und? Nee. Das lassen wir mal. Und mit Gatry können wir jetzt einfach mal hier hingehen. Und Ende machen.
14. Holla, die Waldfee. Na gut, der ist jetzt eh fällig. Der Typ. Okay. Auch gut. Level up. Schon wieder Speed. Sehr gut. Ist ja schneller als Miani, ne? Ne, das kann ja gar nicht sein. Warum greift er Gatry an? Verstehe das nicht. Warum? Na gut, weil Mia wahrscheinlich das Langschwert hat, was ihm mehr Schaden macht. Und wahrscheinlich, weil Boyd mehr Schaden macht als Gatry. Wo willst du denn hin? Freundchen. Freundchen. So, dich will ich jetzt erstmal wegklatschen. Du nervst. Danke. So, dann platzieren wir uns jetzt schön vor Bertram und gucken, dass wir den im nächsten Zug umhauen können. Geh mal hier hin. So, 999. Du hast noch 12 und du noch 6. Wow. Ist ja viel. Komme ich denn mit Wolf an irgendein... Oh ja. Tatsächlich sogar. Ha! Sehr schön. Wieder nur einer. Ja, ganz toll. So, hier ist Level 9, hier ist Level 9. Du kommst natürlich nicht dran, es sei denn, Razon macht sich mal ganz kurz vom Acker. Sinkt er halt mal nicht. Ja. Bleibt ja nur Ike. Eigentlich wollte ich ihn jetzt stoßen, aber da verschwende ich ja so viel Reichweite mit Ike. Wir gehen ihn mal mit Mia an. Ja, ich denke, wir müssen bei Bertram, danke, eigentlich nur unsere starken Waffen gegen berittene Einheiten auspacken und dann sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Wenn ich da mal genauer drüber nachdenke. Er bewegt sich ja nicht. So, dann gehst du nach hier. Dann holen wir dich nach da. Jetzt überlege ich gerade, was hat denn Nefene? Ach, Nefene hat die Waffe gegen Gepanzerte. So war das. So, Rice noch. Kannst du mal irgendwie heilen? Hm. Oh ja, Iliana gleich. Wenn wir sie hier hingestellt haben. Oh, sie kommt sogar hin. Sehr schön. Bisschen Erfahrung sammeln mit Elincia. Ja. Alja. War da nicht noch? Genau. Dann heil du doch mal die gute Jill. Und dann widmen wir uns im nächsten Zug aber sowas von dem guten Bertram. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder erstmal den vier Reitern, man weiß es nicht.
Rolf. Einundfünfzig. Gucken wir doch mal. Jawohl. Ziemlich gute Kombination Fortuna und Meisterbogen, muss ich sagen. Lohnt sich bei Rolf richtig. Ja, Rolf. So, dann müssen wir uns ja hier jetzt doch tatsächlich nochmal... Oh, Marcia ist ja schon Level 11. Das ist ja erschreckend. Jill und Oscar. So, dann kümmerst du dich halt um den. Wir können ja gleich schon mal gucken, was Ike bei Bertram für Schaden macht mit Königsschwert. Denn wenn mich nicht alles täuscht, war das ja auch gegen berittene Einheiten. Oder Mia. Zweimal 10. Kriegt auch ziemlich deftigen Schaden. Der ist in der Resistenz ein bisschen schwächer. Soren. 15. Plus die 2x10 von Mia haben wir ja schon 35. Oscar. Ah, 2x2. Wow, 39. Fehlen noch 9. Ach, hier. Kollege Ike, fast vergessen. Einmal 12. Ja, Nefine würde da bestimmt auch ihren Teil zu beitragen. 2x13, Weltklasse. Wie viel hat er? 48? Ja, ne? Ja. Ja, wir gucken aber erstmal hier hinten. Also Mia können wir hier hinten ruhig einsetzen. Die macht nicht so viel Schaden mit ihrem Langschwert. Boyd. 16, dann können wir dich auch mal hier nach hinten verfrachten. Ja, machen wir. Autsch. Heilung wäre gut. Können wir mit Elincia erledigen, wenn wir da hochkommen. Mal gucken. So, und dann kümmerst du dich jetzt noch um den... Hat er doch tatsächlich getroffen. Bin geschockt. 5 noch. Zu Level 10 ist das dann, ne? Ja. Elincia. Einmal eine Heilung für Boyd. Danke. Rayson kommt da nicht hin. Schade. So, und jetzt machen wir auf jeden Fall Bertram den Gar aus. Und zwar mit dem Rittertod. Verschwinde! Verschwinde! Aha. Klingt echt, als wäre das irgendwie so ein komischer Geist oder so. Das Runenschwert. Ai, 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 ai. Da müssen wir uns natürlich was einfallen lassen.
Das Runenschwert. Da will ich mal was probieren. Das ist jetzt ein ziemlich riskanter Versuch. Ich hoffe, dass er, wenn er eine Einheit vor sich hat, die einen ziemlich hohen Resistenzwert hat, auf den Speer ausweicht. Aus dem einfachen Grund, weil der physischen Schaden macht und keinen magischen und die Verteidigung angreift und nicht die Resistenz. Dann hätte Saul noch 27 und das glaube ich nicht, dass er das Schaden macht mit einem Angriff bei einer Verteidigung von 10. Oh Mann, ey. Resistenz 24. Ah, Marcia ist da, glaube ich, wie geschaffen für. Wobei ich glaube, dass ihm das da gerade egal ist. Hm, ist das schwierig. Ich habe auch keinen Bock, hier Sorin aufs Spiel zu setzen. Ich will auch nicht, dass Bertram so viel Angriffspunkte mit dem Runenschwert versemmelt. Sorin. 15. 8 holt er sich wieder. Wobei ich das Runenschwert, wenn das magischen Angriff macht, sowieso nicht so viel brauche. Wir müssen halt immer gegenrechnen. Ja, och du Scheiße. Wir müssen ihn irgendwie dazu kriegen, dass er den Speer einsetzt. Wobei ich glaube, dass er damit genauso viel Schaden anrichtet, aber halt sich nicht wieder heilt mit jedem Angriff, den er macht. Das ist ja das Entscheidende. Was hat ein Jill für eine Verteidigung? 27, sogar auf Maximum. Resistenz 6. Ich riskiere das mal mit Sorin. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Jetzt greift er mit dem Runenschwert an. In der nächsten Runde müsste er dann eigentlich theoretisch auf den Speer ausweichen. Oh, Sorin adaptet ja sogar. Dann könnten wir den jetzt sogar schaffen. Nefine hat viel Schaden gemacht, das weiß ich noch. Und Kollege Eick. 13. 12. Der holt sich aber 20 wieder. 2 mal 18, genau 16. Vorher holt er sich aber die 20 wieder. Es sei denn, Eick weicht aus. Och, ist das alles schwierig. Gatry, pass mal auf. 14. Ja, 2 mal 6 sind 12. 12 holt er sich wieder. Ist natürlich ein bisschen witzlos. 2 mal 11. 12 holt er sich wieder. Das machen wir mal. Und dann werden wir die Sache mit Eick beenden, denke ich. Ah, oh, Waffenlevel S. Wie geil ist das denn? Ja. Wir könnten es auch mit Gatry beenden. Oder sogar mit Rice. Also wegen Erfahrung und so. 70. Ist mir natürlich ein bisschen heikel. Hm.
Oh, das sind jetzt wieder so Situationen, da könnte ich stundenlang dran rum überlegen. Mit wem ich jetzt den Boss kille. Ja, das kann ich. Ohne Probleme. Und ich mach's mit Ike. Verschwinde! Verschwinde! Du bist also dieser Bertram. Tut mir leid, aber ich kann jetzt gerade nicht verschwinden. Mich töten! Was? Töte mich! Töte mich! Was geht hier vor? Bist du verrückt? Freiheit. Sehr seltsam, aber wir haben es geschafft. Level up. Komm schon, Ike, gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Ah, er hat sich Mühe gegeben. Schön. Und wir haben das Runenschwert. Schicken es an den Vorrat. Da kommen mit Razor nicht hin und müssen einen Zug warten. Ja, jetzt verwandelt er sich wieder. Ist ja toll. Ist ja ganz wunderprächtig. Du darfst noch einmal heilen. Ah, kurz vom Level up. Schön. So können wir ja auch hier nochmal heilen. So. Soren heilt auch nochmal. So, dann darf Rice auch nochmal ran. Auch wenn es nur einer ist, aber die Erfahrung ist ja immer dieselbe. Und Alja, du darfst Oscar heilen. So, warte. Dann kannst du nochmal singen. Ach, ist das schön. Und dann besetzen wir das Gebiet mit Ike und dann haben wir es hier geschafft. Hat ja auch seine Zeit gedauert, muss man ja mal sagen. War ein sehr langes Kapitel. Aber wir haben das ohne Probleme überstanden. Und können besetzen. Jawohl. Sir, die feindlichen Truppen fliehen. Sollen wir sie verfolgen? Nein, lass sie. Wir haben heute schon genug gekämpft. Deine Männer sollen in die Festung gehen und sich ausruhen. Ja, Sir. Das war lang. Und wieder sind wir in Schloss Crimea. Auf Schloss Crimea natürlich. Verstehe. Crimea hat also einen weiteren Sieg davongetragen. Nun, dann schickt den Rest unserer Truppen als Verstärkung zum Schloss Nardos. General Hafed soll den Befehl übernehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Aber das bedeutet, dass die Hauptstadt nur von der königlichen Garde bewacht wird. Du vergisst dich selbst, Ritter. Ich werde auch hier sein. Wenn sie Hafed besiegen und es bis hierher schaffen, dann sind sie es wert, mit mir die Klinge zu kreuzen. Darf ich euch eine Frage stellen, Euer Hoheit? Warum teilt ihr eure Truppen auf und gebt dem Gegner dadurch einen Vorteil? Es scheint, als würdet ihr... Als würde ich... Was? Sprich weiter! Als würdet ihr euch wünschen, dass die Armee von Crimea weiter siegt und ihren Weg hierher zu euch schafft? Das kann ich nicht verleugnen. Wollt ihr damit sagen, dass ihr die Niederlage dahin wünscht? Nein, das tue ich nicht. Wenn man genau darüber nachdenkt, kann dahin gar nicht verlieren. Wir hatten viele Pläne, als wir diesen Krieg begannen. Wir haben viele Fallstudien erstellt, viele Voraussagen.
Aber wie du weißt, wurden unsere Voraussagen von der Wirklichkeit von diesem Lumpenpack zunichte gemacht. War das Glück? Oder hängt das mit den Fähigkeiten der einzelnen Soldaten zusammen? Und wenn das so ist, bist du da nicht daran interessiert, wie weit sie es wohl schaffen werden? Ich verstehe das nicht. Perfekt. Nichts stachelt meinen Intellekt so an wie ein Krieg. Komm, Krimea, lass mich deine noblen Herzen kosten. Puh. Das war anstrengend. Aber eigentlich recht leicht, nur eben recht langwierig. Wir haben es geschafft. Wir haben das Schloss, jetzt fehlt mir der Name, naja, ihr wisst, was ich meine. Wir haben das Gebiet eingenommen, sind weiter auf dem Vorstoß nach Krimeas Hauptstadt, Melior, so heißt sie. Und wie das im nächsten Kapitel weitergeht, Leute, das gibt's beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao!